Hallo Leute, heute zeige ich euch ein Inhaltsverzeichnis, das ich brauche für ein E-Book zum Erstellen bei Amazon für Kindle. Dafür brauche ich Textmarken und Hyperlinks. Ich habe hier mein Inhaltsverzeichnis. Das kopiere ich jetzt hier raus. Gehe gleich wieder hier oben aufs Inhaltsverzeichnis. Drückt die rechte Maustaste, Verzeichnis löschen, okay. Und jetzt gehe ich auf STRG+V und füge es ein. Kurzfassung Brommen aus K. Gut. So. Mach es ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Ja, okay. Dann gehe ich hier runter auf die erste Überschrift. Wo ist meine Kurzfassung? Kurzfassung hier oben. Markiere es. Gehe hier auf Einfügen, auf Textmarke. Nur die Kurzfassung brauche ich im Namen. Eieieiei. Okay. Dann gehe ich als nächstes hier auf den Traumbaum im Regenbogenland. Auch wieder auf Einfügen. Textmarke. Ist der GNV. Vergesse es immer. Hier der Traumbaum im Regenbogenland, habe ich schon drin, okay. Und hier als nächste Überschrift, 8 Jahre später, die Geschichte kann beginnen, habe ich hier auch. Einfügen. Textmarke. Da ist es. Okay. Dann gehe ich wieder auf meine Inhaltsangabe, markiere die Kurzfassung, gehe hier auf den Hyperlink, aufs Dokument, hier unten steht schon Kurzfassung, gehe hier auf Sprungziel, klicke hier unten drauf, gehe auf Textmarken, nehme mir hier die Kurzfassung, übernehmen, einmal hier klicken, übernehmen und schließen. Voilà, der erste Hyperlink ist da. Dann markiere ich die zweite beim Inhaltsverzeichnis, gehe wieder hier oben auf den Hyperlink. Hier unten steht der Traumbaum im Regenbogenland, Sprungziel. Gehe auf Textmarken, Traumbaum im Regenbogenland, übernehmen einmal hier, schließen einmal hier und voilà, der zweite Hyperlink. Und jetzt habe ich hier die dritte Überschrift in der Inhaltsangabe, gehe auf den Hyperlink, auch hier wieder Dokumente, hier unten steht schon 8 Jahre später, die Geschichte kann beginnen. Sprungziel, Textmarken, 8 Jahre später, die Geschichte kann übernehmen, schließen. Voilà, und so habe ich dann 3 Hyperlinks, wo ich dann zu dieser Seite springen kann, später mal bei Kindle, bei Amazon. Und tschüss.